Rüstung. Französisch. Ja, hier haben wir die Turnierrüstung, die oben gerade eben Thema war. In dem Zettelchen. Und wir suchen immer noch zwei Schätze, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich habe das jetzt nicht über mein ganzes Gequatsche vergessen. Hey, oh. Leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Warum denn nicht? Ist doch egal. Oder hör einfach nicht auf mich. Okay. Tja. Ein Riesengebäude, oder? Ich guck mal hier oben nach einem Schatz. Und dann gucke ich unten weiter. Oh, wieder eine Tür. Da gehen wir jetzt nicht lang. Und es muss doch hier... Boah, noch eine Tür. Alter Schwede. Was ist das für ein Level? Das Türlevel? Oh Mann. Also, jetzt fehlen nur noch die Zombies, ne? Resident Evil mäßig, oder? Könnte doch jetzt auch noch ein Einsatz sein. So. Da liegt wieder was. Was haben wir denn hier? Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Ja, und was haben wir hier? So ganz allein. The Lost Treasures of Xian. Also das ist auch japanisch. Wir kommen auf jeden Fall in Uncharted 5 nach Japan oder so. Irgendwo da in die Gegend. Ja, der ist auch immer schwer betrunken, der dann die ganzen auseinanderschneidet, ja. Ja, es ist so, es ist kein Witz gewesen. Ich habe auch geguckt wie ein Auto, als ich diese Reportage... Die haben das auch in der Reportage so ganz professionell bis zum Ende ausgezögert, bevor man wusste, was los ist. Das ist total geil. Aber ganz wissenschaftlich. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber. Hm, da haben wir das erste Piratenbuch gefunden. Captain Charles irgendwas. Okay, das ist ein Gartenzwerg. Wie wenig Schätze. So, da hinten ist noch was. Kamin ist doch meistens ein Schatz, oder? Oh mein Gott, so viel zu lesen. Jetzt geht's ihm nicht mehr so gut. Evelyn, ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. In Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier. Der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Er würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht, direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund, auf deiner nächsten Reise mitzunehmen und du... Moment, und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst, aber eins verspreche ich dir, das ist eine Herausforderung. Ach so, okay. Und du nicht so vorankommst, aber eins verspreche ich dir, du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiter alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Schatzsucherfamilie und... Oh, noch viel geilerer Helm. Geil, jetzt kommen wir zu Bioshock. Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du wirst in Seenot. Nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Ja, verrückt. Ach, schade. Den Helm anzuziehen wäre ja jetzt auch nochmal cool gewesen. Okay. Damit haben wir den Raum jetzt auch clear, würde ich sagen. Geht vielleicht noch die Tür? Geht noch was an der Tür? Hm, geht noch was? Ne, an der Tür geht nichts mehr.
So, aber den anderen Raum, der war auch noch riesig. Was jetzt zuerst? Die Treppe nach oben? Die Türen oben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Meine Liebste, deine Reise nach El Mirado klingt traumhaft. Habe die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich drauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Emilia Earhart. Ich glaube, das war die erste Fliegerin oder sowas, ne? Die irgendwo über den Atlantik geflogen ist oder irgendwie so was war das, ne? Ist lang, lang her. Hab die Frau leider nicht persönlich gekannt, aber ich glaube, ich habe die mal bei Doctor Who gesehen oder sowas. Oder bei Star Trek. Eins von den beiden. Was haben wir jetzt hier? Wieder ein Buch. Und? Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Die Maya. Nicht aufgeben. Marc Carillo, Universität San Ducatabere. So, also Mom. Wir suchen immer noch nach Moms Aufzeichnungen. Hm. Neuer Helm. Samurai. Na, erkennst du das Wappen? Alpenblätter sind, warte, nicht sagen, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Es wird immer lustiger mit den Helmen. Jetzt haben wir einen richtigen Samurai-Helm. Sehr cool. Und uns fehlen noch zwei Gespräche. Uns fehlt noch, ja, uns fehlen sogar noch zwei Schätze. Aber okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Okay, also es geht doch da oben weiter. Da liegt noch was. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist? Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchen sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu den Steinigen aus Ammelgruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen, schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig. Ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter Kay. GR Acquisitions. Okay. Haben sie wohl nicht verkauft. Die Sarkophage sind alle noch hier. So, hier war aber noch was da. Schön. Musik. So, hier kommen wir nicht hoch. Ne, keine Chance. Ist alles zugebaut. Auch kein Schatz. Also gehen wir hoch, wo Sam ist. Wir lassen die Musik einfach mal laufen. So. Hier oben soll es weitergehen. Hier ist eine Tür und da vorne ist eine Tür natürlich wieder. Wir nehmen zuerst mal die hier. Verschlossen. Okay. Moms Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Ja, das Gefühl habe ich auch. Okay. Die Tür, da hat da gerade was geblinkt. War da gerade ein Schatz? Nee. Die Türen gingen jetzt nicht auf. Das sieht interessant aus da oben. Aber wie kommen wir da hoch? Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ja, okay, mal gucken, wie wir da hinkommen. Sollte hier nicht zu viel leuchten, hat er gesagt eben. Ich leuchte einfach noch mal ein bisschen, um zu ärgern. Na? Okay, dann nicht. Da
Er hat gerade eben gesagt, hör auf mich. Sieh dir das an. Sam hat uns gerufen. Wo ist er jetzt schon wieder? Hä? Da ist er. Hier gibt's einen Weg nach oben. Komm her! Oh oh. Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Schön gemacht, ne? Sam und Nathan als Polaroid. Ja, so eine Kamera habe ich auch noch. Nur Film habe ich dafür nicht mehr. Früher war das ganz normal. Da war man froh, wenn man mal schnell ein Foto hatte. Heute hat man Handys. Da sind das alles nichts mehr Besonderes. Aber aus dem Handy kriegt man nicht automatisch so ein Foto in die Hand gedrückt. Ne? Das muss man ja auch immer mal sehen. Und aus einer neuen Kamera auch nicht. Polaroid ist immer noch irgendwie cool. So, was ist denn jetzt hier? Ja, das ist doch fertig geschüttelt, oder? Soll ich noch ein bisschen schütteln? Ne, reicht jetzt. So, genug geschüttelt. So, Helm ist jetzt auch Schluss mit lustig. Okay, hier oben. Jetzt wollen wir zum Lüften. Runterfallen. Ja, ist mir schon klar. Es wird heller. So, komme ich darüber jetzt? Oder soll ich da lang? Ah. Da wäre ja nicht schlecht hinzukommen, jetzt da auf die andere Seite, ne? Ich versuche mal da auf diesen kleinen Ball. Was? Oh nein. Okay, das wird doch nicht sein. Doch, auf das, da könnte man doch jetzt hoch. Ich versuch's einfach mal, ja? Also, kurzer Moment. Nee. Okay, doch in die andere Richtung. Aber ich habe einfach mal versucht, auf diesen Balkon zu gelangen. Indoor-Balkon. Dort also. Ich guck, ob da irgendwas blinkt. Wenn da was blinkt, dann muss ich da noch hin. Nee, ich sehe nichts blinken. Kein zweiter Schatz, kein dritter Schatz. Oh, oh. Teil wäre beinahe runtergefallen. So. Ja, gehen wir mal ein paar Mal hin und her. Ja, komm, kriegen wir. Ja, komm. Ja, jetzt will ich aber gucken, ob der andere auch noch fällt. Vielleicht gibt es ja eine Trophäe. Die fallenden Wölfe oder so. Das musste sein. Wenn schon, dann beide. Okay. Oh, cool, hier an den Dingern rum. So. Wir dürften jetzt fast da sein. Ein Glück ist das Steuerrad nicht in der Mitte festgemacht. Sonst wäre das jetzt ein bisschen rotiert. Wo ich dieses Gerät da gesehen habe, diesen Rauchmelder, ne? Ist ja auch faszinierend, dass so ein Haus mit so viel Schätzen keine Alarmanlage hat. Fällt mir gerade nur so nebenbei auf. Ja, in welchem Gang ist jetzt der Schatz? Hier nicht? Okay. Bevor wir jetzt da runtergehen. Ne, geht nicht weiter. Also, wir müssen was machen. Ui. Okay, bin drin. Krankenbett. Warte. Medizin.
Codein. Ein Haufen Schmerzmittel. Hier war jemand krank. Wir lassen ihn mal rein. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Klöffel. So, jetzt suchen wir nicht nur das Tagebuch von Mom. Jetzt suchen wir auch noch den Schlüssel für die Tür. Fernseher anmachen, ist erstmal ganz wichtig. Na, PlayStation anmachen. So, was haben wir denn hier? Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug gelesen heute. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Check geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beide Intelligenz vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Boah, hart. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast, aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Ja, echt traurig. Da ist die Familie ziemlich zerstritten. So, wir suchen immer noch den Schlüssel hier, vielleicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein Buch mit Grafik sehe, dass ich wie bei Fallout jetzt irgendwie plus 1 Skill kriege oder so, oder plus 5 Waffenschaden. Okay. Da ist wieder der chinesische Kerl. So, da ist der Schlüssel. Hab ihn. Jawohl. Jetzt leg den nicht schon wieder zurück wie die anderen Sachen, sondern nimm ihn auch mal mit. Ja, wunderbar. Ich habe immer noch 2 Schätze übersehen. Das gibt's gar nicht. Ja, aber hier drin scheint auch nicht viel zu sein. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Okay, probieren wir noch die andere Tür. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel. Und hier müsste es dann ja jetzt sein. Wow. Ja, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Also das muss jetzt der Raum sein, wo das Teil zu finden ist, was wir da suchen, von Mutter, das Tagebuch. Einen anderen Raum kann ich mir nicht mehr vorstellen. Gucken wir erstmal hier. Nein. Ich kann nichts lesen. Zar Peter der Große. Das ist es nicht. Haben wir da noch was? Nein. Wikinger-Schätze aus Vinland ist es auch nicht. Wir haben immer noch keinen Schatz. Ja, bleibt nur noch unterm Schreibtisch das. Sam! Hast du da was? Das sind sie! Cassandra M. Reichtümer des Paradieses? Madagaskar. Evelyn hat einen Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Avery gewesen zu sein, sondern möglicherweise auch noch
einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollte sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssten seinen Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henry Avery auf die Gangisawai. Genau. Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift, letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief, was sind das für Markierungen? Wir wissen es nicht. Seite umblättern. Oh, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was ist die Gunsway? Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Die war zu Hause, die böse Frau. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir. Auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Lassen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Die ist todkrank und braucht erstmal eine. Genau, korrekt. Cooles Feuerzeug. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt. Bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen... wäre das die absolute Krönung gewesen. Sit Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich.
Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Heilige Scheiße. Nein. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Sam? Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Wow. Oh, Scheiße. Fenster, komm! Und wieder wird's stressig. Okay. So muss sie es sein, ne? Sie, komm mit mir. Ja, jetzt... Warte. ...wird es stressig. Aber für heute sind wir am Ende meines Streams angekommen. Und das war doch mal eine interessante Sache. Also, Francis Drake haben wir im ersten Uncharted gemacht und die wollten das auch rausfinden. Und da sieht man mal, wo Nathan so alles dran geblieben ist an Sir Francis Drake. Jo, und vor allen Dingen auch an Avery. Ja, und ich hoffe, das hat euch heute ein bisschen was gefallen. Wir könnten jetzt natürlich noch 2-3 Stunden weiterspielen, aber das machen wir erst beim nächsten Mal wieder, also so in 1-2 Tagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das dann mitkriegen wollt, wenn ich dann weiterspiele, dann lasst mir doch ein Follow da, damit ihr auch immer über Twitch die Meldung bekommt, dass ich wieder online bin. Sonst kriegt ihr das nicht mit. Was wir aber noch ganz kurz machen, ist einmal in die Charaktergalerie schauen, ob wir uns noch was kaufen können. Und dann ist für heute auch Schluss. Also, beim nächsten Mal müssen wir mit Nathan und Sam dort flüchten vor der Polizei. Und ja, wir können uns was Neues kaufen. Nadine Ross. Können wir uns neu kaufen im Kampfmodus hier. Oh ja, die ist richtig fies. Mann, hat die Pickel. Gibt's ja gar nicht. Ja, und eine Schramme hier. Ja, ich finde das auf jeden Fall, ja, interessante. Ich meine den Holster, ne? Ich weiß nicht, was ihr jetzt meint, aber ich meine den Holster. Ist natürlich schön bei solchen. Ja, da ist ja, ne? Also, was soll ich jetzt sagen, ne? Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ist ja schon mitten in der Nacht, dann ist das ja okay. So, hier haben wir Wraith Adler. Ja, das kennen wir alles. Die Schuhe sind auch named, ne? Oh, ganz viele Sachen können wir noch freischalten. Hier haben wir noch den Flashback, ach, von früher. Genau, der hat den ja einfach nur freigelassen, seinem Bruder. Und was haben wir hier denn noch alles? Evelyn, die alte Frau. Ach, das war Evelyn, die ganze Zeit in den Büchern stand. Okay. Die ist jetzt aber dann auch tot. Wie cool das gemacht ist. Denn man sieht die Altersflecken und sowas alles. Es ist schon der Hammer. Wen haben wir denn da noch? Da haben wir noch Knott. Ah, das war einer, der da als Kämpfer stand gerade eben. Oh, okay. Voll der Krieger hier. Und dann haben wir noch... Oh, meine Freischaltpunkte gehen langsam weg. Noch 100... Da haben wir noch Orca. Okay. Gut. Die kann man auch im Multiplayer-Modus spielen. Und jetzt gucken wir nochmal kurz in die Artworks. Und dann ist Schluss für heute. Boah, was wird das spannend, beim nächsten Mal vor der Polizei zu flüchten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Weil dann sind wir auf jeden Fall schon in Kapitel 17. So, gucken wir doch mal. Mit mir im Paradies. Schalten wir frei. Gucken wir nach. Oh ja. Boah, das sieht fast aus wie ein Foto, ne? Und das sind alles nur gemalte Bilder. Es ist so schön. Da sind wir schon lange wieder dran vorbei. Man muss sich vorstellen, wir sind schon wieder 2-3 Kapitel weiter. Das Spiel ist so flüssig. Das geht so flüssig überein. Ah, wie cool. Hier sehen wir mal, wie die diese Kämpferin eigentlich
so gestalten. Je nachdem, was er für eine Frisur hat, sieht die komplett anders aus. Wie witzig. Sieht so ein bisschen nach Last of Us aus. So, dann der. Okay, das war's. Dann noch die Diebe von Libertalia. Da waren wir ja auch relativ schnell durch, ne? Boah. So eindrucksvoll fand ich das Gebäude jetzt im Spiel nicht. Da sieht das hier jetzt noch eindrucksvoller aus. Boah. Wie Hammer, ne? Okay, das ist sehr eindrucksvoll. Nur noch so halb, so auf dem Felsen. Geil. Jo, durch die Tür sind wir auch. Aber die Zahnräder waren da nicht so eindeutig. Wie schön, wie schön. Ja, wenn da noch Wasser durchgegangen wäre, wie da jetzt, das wäre natürlich nochmal der Hammer. Hier ist noch nicht mal die Barrikaden. Da waren noch nicht mal die Barrikaden. Sieht aufgeräumter aus. Die Statuen waren nicht da. Das waren diesmal Bilder statt Statuen. Und diesen Felsen haben wir immer noch nicht richtig gecheckt, ne? Ja gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns erwarten auf jeden Fall noch 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Und den Felsen, der hat auf jeden Fall was zu sagen, weil der da die ganze Zeit immer so als Schattenriss ist. Gut, dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Habt noch eine schöne Nacht oder Tag, je nachdem, wann ihr das hier gerade guckt. Und bis demnächst. Macht's gut. Bye, bye.